Hallo in die weite Welt. Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Es ist auch schön, dass du dich heute wieder eingewählt hast. Jeder braucht mal etwas Inspiration, einen Rat oder einfach mal eine frische Idee. Dafür biete ich dir eine mentale Pille, die du dir hier jederzeit des Tages nehmen kannst. Die einzigen zu erwartenden Nebenwirkungen sind mehr Zufriedenheit, innere Ruhe und weniger Stress. So, die mentale Pille des Tages geht darum, warum passieren mir schlechte Sachen? Wir schöpfen unsere eigene Realität, indem wir bewusst oder unbewusst millionenmal am Tag Emotionen und Gedanken in die Welt feuern. Kennst du dich mit diesem Gesetz der Anziehung aus? Das Leben gibt und gibt unendlich. Es ist nicht da, uns zu bestrafen oder testen. Es hat unendlich viel zu bieten und wir ziehen immer das an, was wir uns wünschen. In den nächsten mentalen Pillen-Episoden sprechen wir dann mehr über dieses Gesetz. Also das, was sie auf Englisch auch The Law of Attraction nennen. Okay, all das hört sich gut an, aber nur, wenn die Sache gut laufen natürlich. Ne? So wie es kriselt, möchte keiner mehr darüber hören oder reden, dann ist das alles nur Blabla und zu anstrengend zu denken, dass man sich das selbst angetan hat oder selbst angezogen hat, diese Realität. Schlechte Ereignisse nennen wir hier mal Kontrast, okay? Der Kontrast ist nötig, damit es uns klarer wird, was wir wollen. Es hilft uns, danach zu fragen, was wir wirklich wollen. Wie wirst du denn wissen, dass dir eine Banane besser als eine Zitrone schmeckt, wenn du nicht die schlechte Erfahrung mit der Zitrone gemacht hast? Der Kontrast ist für die Weiterentwicklung super wichtig. Wenn alles nur so bleibt, wie es ist und sich keiner darüber ärgert oder über irgendein Thema, dann gibt es auch keine Revolution oder neue Erfindungen. Denk mal drüber nach. Der Kontrast bringt mit sich eine so unglaubliche und wunderbare Energie, die, wenn sie richtig angewandt wird, zu unheimlich guten und tollen Sachen führen kann. Seit dem Moment, wo wir aus dem energetischen Zustand in unsere materielle Existenz gekommen sind, machen wir Erfahrungen, die uns unsere Präferenzen festlegen lassen. Mögen wir lieber blau oder grün? Warme oder kalte Nudeln? Große oder kleine Frauen? Herzliche oder Macho-Männer? Und so weiter. Alles Mögliche, die ganze Zeit. Und so ist es auch mit großen Ereignissen. Sie sind nichts anderes als Kontraste, die dazu dienen, uns zum nächsten Entwicklungsstadium unserer Existenz zu bringen. Wir wollen uns ja alle auch weiterentwickeln, emotional und geistig auf dieser Welt. Wenn du das verstehst, hast du plötzlich einen ganz anderen Blick auf die Dinge, die dir passieren. Jetzt begreifst du nicht nur, dass du dich selbst aus der Situation holen kannst, weil du es dir bewusst oder unbewusst herangerufen hast, sondern jetzt erkennst du auch das Potenzial dieses Ereignisses. Wie oft hört man, dass nach einem Unfall zum Beispiel plötzlich die Person das Leben viel mehr genießt. Oder jemand, der an Krebs erkrankt ist, plötzlich vieles unwichtig geworden ist und sich endlich auf das Wesentliche im Leben konzentrieren kann, mehr Zeit mit der Familie, mit Freunden, endlich mal lebt. Also denke mal über all deine vergangenen Scheißsituationen und was sich daraus positiv entwickelt hat. Wenn du gerade drin steckst in einem, da ist es okay, da ist es etwas schwieriger zu sehen. Aber versuche einfach mal zu überlegen, was möglicherweise sich in deinem Leben verbessern könnte nach dieser Erfahrung, okay? Nicht leicht, meine Lieben, ich weiß. Aber versuche es mal. Bis bald und freue dich auf die nächste mentale Pille, wo wir über das Gesetz der Anziehung, also auf Englisch The Law of Attraction, sprechen werden. Tschüss und bis bald.